Hallo und willkommen zurück. Wir sind immer noch in der Bibliothek und... Oh. Ach, guck mal, wir sind jetzt hier. Oh, da habe ich mich aber gut hingestellt, ne? Beide Pfeile in die Säule. Ja, das ist ja der Anfangsraum. Jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Sag mal, ganz nebenbei... Nee, hier, die war nicht offen, ne? Das war dieses Regal, stand definitiv davor. Nee, das war nicht offen. Falls ihr euch wundert, ich bin momentan ein bisschen am Experimentieren mit dem Sound und ich hoffe, dass der okay ist. Also, dass der von der Lautstärke her passt, da ich ein bisschen, ja, einfach mal schauen möchte, dass er da vom Klang einfach mal ein bisschen, vielleicht meine Stimme ein bisschen leiser, die Spielsounds ein bisschen lauter. Einfach mal gucken, also wenn es euch nicht passt, sondern wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn ihr mich irgendwann nicht verstehen könnt, dann sagt einfach Bescheid. Dann können wir ja mal gucken. So, jetzt gucken wir hier oben nochmal. Also von hier oben kamen wir, ne? So, da war hier oben der Willibatz Willi. Genau, warum steht der jetzt eigentlich wieder da unten? Der stand doch da unten auf dem Regal. Hä? Okay, also jetzt steht er wieder da oben. Wo ich hin möchte, ist irgendwie da drüben. Wie kommen wir da drüben hin? Theoretisch drehen wir das Ding und gehen einfach nach unten, oder? Ai. Warte mal, ist hier, genau. Wuhu! So, jetzt gibt's aber... Warte, die sehen aber auch cool aus mit ihrer... Wo ist er denn jetzt hin? Da unten bestimmt. Och nö, nicht auf die andere Seite. Du, sag mal, jetzt reicht's aber. Jetzt hole ich dich mit dem Blitzspeer. Kriegen wir den? Den kriegen wir nicht, verdammt. Dann müssen wir nur mal schnell hier den Griff drehen. Oh. Komm, Griff drehen. Den holen wir uns. Was war das? Ich dachte schon. Wuhu! Hallo, wir sind's wieder. Och komm, du willst mich doch verarschen. Der will mich doch wirklich verarschen, der Typ. Der will mich doch wirklich verarschen. Jetzt stehen wir da drüben. Wir wollen aber nicht nach drüben, wir wollen hier rüber. Deshalb ist mir das jetzt ziemlich wurscht, dass der da oben steht. Soll er halt gucken, wie er zu uns kommt. Ja. Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Okay, hallo. Bonk. Den holen wir uns mit Pfeil und Bogen. Genau, so. Nein. Nimm ihn doch ins Ziel. Oh, Mann. Ach, scheiße, wir haben fast keine Hitpoints mehr. Ich werde einfach... Moment, wir müssen erstmal ein bisschen Heilung sprechen. Einen Kopf in die Wand stecken und erstmal heilen. Das ist erstmal das Wichtigste. So, jetzt... Nein, nicht das Schwert. Jetzt den großen Blitzspeer. Und... Rabidutz. Genau. Ja, da guckst du, ne? Bunk. Okay. Klettern wir mal hier nach unten. Ich bin mal gespannt, wo uns das hinführt. Und schon sind wir unten. Was ist denn hier passiert? Hier ist die... Hier ist irgendwas... Warte mal, hiermit können wir wahrscheinlich die Tür aufmachen. Die Geheimtür. Das ist natürlich... Bibliotheken haben immer Geheimtüren. Oder? Geheimtür? Ich dachte gerade schon, jetzt passiert irgendwie die Hölle passiert jetzt. Nee. Okay, also hier ist jetzt die Geheimtür offen. Das ist doch schon mal was Schönes. Und jetzt gucken wir... Was ist denn hier? Oh, da ist eine Kiste. Ach, bei den Kisten habe ich immer ein bisschen Angst. Das musste ich jetzt einfach machen. Also die stand einfach so schön da. Und hier, da treten wir jetzt einfach dagegen. Ach nee, jetzt treten wir dagegen. Nein! Okay. Kiste. Machen wir die so? Und wir hauen dagegen. Okay, dann bin ich mal gespannt, was drin ist. Es ist wie ein kleines Überraschungsei. Blauer Brocken. Okay, gegen den blauen Brocken habe ich nichts einzuwenden. Hier ist auch nichts. Oh, ist das spannend. Hier ist noch eine Kiste. Hier sind überall Kisten, oder was? Also entweder... Ja, das wird natürlich jetzt... Warte mal, das ist doch eine Treppe hier, oder? Natürlich ist es hier eine Treppe. Wie abgefahren. Geil. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Kisten. Die Kiste. Komm. Oh, zum Öffnen? Also das ist aber wirklich erstaunlich. Also,
Ach, guck mal, wie geil. Das ist doch die Rüstung von dem Dude. Dann können wir auch diesen Tanz machen. Wir müssen irgendwann nochmal eine Modenschau machen. Aber wir haben ja einige Rüstungssachen eingesammelt. Was ist hier versteckt? Riesenzellenschlüssel. Oder eine Riesenzellenschlüssel. Oder eine Riesenzellenschlüssel oder Riesenzellenschlüssel. Ja. Haha, ich werde nicht unvorsichtig. Versteckte sich einfach hier. Ja. So, komm. Ah. Das ist nämlich der Vorteil von dieser Waffe. Die. Geil, was ist denn das? Was ist das? Symbol der Gier? Ich bin gierig. Ist das das, was ich schon mal auf dem Screenshot gesehen habe? Jawoll! Geil! Ist das abgefahren? Hallo, ich bin's. Jetzt kann ich auch so lachen. Toll. Das möchte ich als allgemeinen Helm immer tragen. Das ist ja so abgefahren, oder? Kann der auch beißen, der Helm? So. Jedes Mal, wenn ich zuschlage, beißt er auch. Oh, das Zähneputzen muss schwierig sein. Schaut euch das mal an hier. Alter Schwede, da brauchst du für jeden einzelnen Zahn eine halbe Stunde. Wobei, mit der Zunge? Aber nee, für die Zunge... Die arme Zunge, die ist natürlich immer durchlöchert. Alter Schwede, der arme Kerl, der arme Kerl. Was hat das denn für einen Vorteil, diese... Das wollen wir mal ganz kurz zum Anschauen. So, gibt's hier vielleicht irgendwo... Ah, nein, irgendwas Tolles. Monsterkopf, Gott als Standsymbol, vergessener Clans, okay. Den Fluch, was für ein Fluch? Was für ein Fluch? Was für ein Fluch? Moment, hier, sehen wir vielleicht irgendwo gerade... Warte mal, Beutehäufigkeit 150. Was ist das? Was für ein Fluch? Von was für ein Fluch? Da oben ist dieses Schlangensymbol. Das heißt doch eigentlich, dass wir irgendwas besser finden, oder? Ah, ich will die Hitpoints! Ich verstehe. Das ist natürlich nicht so toll. Auf der anderen Seite bin ich natürlich ein Superheld, ne? Wenn ich immer mit dem Ding rumlaufe. Oh oh. Okay, erst einmal ziehen wir den tollen Helm aus. Auch wenn er mir einfach unheimlich gut gefällt und ich nie wieder einen anderen Helm tragen möchte. Ziehen wir den doch mal aus. Warte mal hier. Oh, der sieht aber auch cool aus, ne? Der Helm der Augen. Oh. Abgefahren. Abgefahren. Also die Rüstung und sowas ist so abgefahren in dem Spiel. Wir machen demnächst nochmal eine Modenschau. So, dann sprechen wir noch mal ein bisschen Heilung hier. Wir haben nämlich keine Flakons mehr. Wir müssen eigentlich mal wieder irgendwo, resten. Ah, hier unten ist wieder so ein Regenbogen-Schlawenzer. Hallo. Ach, komm. Dann, wenn mein Parry wichtig... Na, okay, so wichtig ist es auch nicht. Hau doch zu. Dann klappt's nicht. Das ist immer so. Wenn ich so am Farmen bin, ja, dann laufe ich durch die Mobs durch, ja, mach jeden hier mit Parry wirklich einen nach dem anderen, wo ich mir denke, wenn das jetzt jemand sehen könnte, die Leute würden halt einfach denken, dass ich der proigste Pro-Gamer auf der ganzen Welt bin, ja. Und dann, wenn ich am Aufnehmen bin, ja, dann klappt's nicht. Was ist denn das hier? Okay, das ist hier alles irgendwie so mit diesem ganzen Maschinenbau-Dings. Oh, eine Kiste. Und sogar kein Monster. Das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Prismastein, 20 Stück. Okay, dann muss man die wahrscheinlich... Dann braucht man die wahrscheinlich jetzt für irgendwas demnächst. Jetzt hier durchzugehen. Was steht denn da unten auf dem Boden? Gelobt sei die Sonne. Es könnte natürlich sein, dass hier hinter einfach gar nichts ist, ne? Oder es ist ein Boss und wir... haben echt ein Problem. Wir haben da echt ein Problem.
Mist. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oder gehen wir doch rein? Ich möchte ganz ge... Ah, nein! Was machen wir denn? Ich glaube, wir sehen uns hier in einer Sekunde wieder. Ich, nee, wir sehen uns nicht in einer Sekunde wieder. Doch, wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Ich recalle mal zurück und laufe hier nochmal her, töte die zwei, drei Mobs auf dem Weg und dann haben wir wieder volle Flakons. Nee, das mache ich jetzt nicht. Nein, das mache ich nicht. Nein, wir erkunden jetzt halt einfach hier diesen anderen Bereich und wir werden schon zu einem anderen Punkt finden. So, wir gehen jetzt mal hier vorne und schauen, was hier vorne ist. So, fertig, aus. Jetzt da wieder eine halbe Stunde hin und her. Ach, außer abgesehen davon ist hier eins. Ja, sieht, das ist doch, genau so muss es doch sein, oder nicht? Genau so muss es doch sein. Ja, ich komme hier hin und irgendwie ist alles toll. So, Leuchtfeuer entzünden. Rasten und entfachen. Oh nein, wir sind natürlich... Okay. Dann müssen wir uns jetzt erst mal wieder... Moment, das mache ich jetzt und dann laufen wir gleich weiter. So, ich habe entfacht und jetzt geht's weiter. Jetzt schauen wir mal, was hier in diesem großen Raum ist. Ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Außer hier dieses kleine Regal. Ja genau, da oben der Zauberer regt sich immer noch tierisch darüber auf, dass wir hier einfach in seiner Bibliothek ja, wir haben irgendwelche Bücher ausgeliehen und ich liebe das, wenn man dann keine Stamina mehr hat. Wir haben irgendwelche Bücher ausgeleiht und keine Ahnung, was der für ein Problem mit uns hat. Ich meine, wir sind... Achte mal! Also ich denke mal, im zweiten Teil wird es dann wohl so sein, dass man eventuell dann vielleicht auch einen Stuhl zur Seite schieben kann, oder? Okay. Oh, guck mal, da vorne können wir was looten. Loot. Kristallschwerter. Oh, Kristallschwerter sind doch eigentlich ziemlich gut, soweit ich mich erinnere, oder? Von daher sollten wir dann damit eigentlich wenig Probleme haben. Also, wenn wir dann irgendwann mal so einen Superboss bekommen, sind die, glaube ich, ziemlich krass. Also, oder? Aber man kann sie nicht reparieren, so wie ich das verstanden habe. So, ab in den Rücken damit. Zippidi-zapp. Yep, genau. Und jetzt gehen wir da durch. Ah, nicht, dass da irgendwas droppt. Peter hier. So. Warte mal, dann machen wir das gerade nochmal mit der Heilung, damit wir keine Flakons verschwenden. So. Und jetzt bin ich gespannt. Was ist hier dahinter? Ah. Du Arsch. Okay. Keine Musik. Hä? Okay. Wo sind wir hier? Das erinnert mich irgendwie an diesen einen Bereich. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, welchen Bereich ich meine? Ich habe doch das Schild im richtigen Moment nach vorne gehalten. Nein! Ah! Leute, ich weiß, dass ihr aus Kristall seid, aber müsst ihr so aggressiv sein. Okay, okay, okay. Jetzt schnell weg, damit wir hier noch ein Tränkchen trinken können. Genau so. Jawohl. Oh. Schade, dass man die irgendwie nicht erstecken kann, aber wir prügeln jetzt einfach mal auf den ein. Super. Geschafft. Wo sind wir hier? Ist das... Was ist das hier für ein Bereich? Ist das der gleiche Bereich? Wisst ihr noch, in welchem Bereich wir waren, wo jetzt hier dann links der Turm ist? Aber das ist viel zu weit weg. Ist hier das Kristallreich oder was? Da hinten ist noch ein gelb-goldener von den Typen. Da vorne liegt was zum Looten. Hier trinken wir nochmal einen Flakon de la Bouche-Bouche. Und schau mal, was hier vorne ist. Ein bisschen die Gegend erkunden. Ah, da steht auch noch einer. Okay, den hauen wir auch nochmal um. Ja. Yep. Du bist aus Kristall. Sag mal. Wirft er mit Scherben um sich. Ich bin halt auch wirklich sehr, sehr gut im Ausweichen, merke ich gerade.
Genau. Was droppen die wohl? Haben die schon mal was gedroppt bei mir? Ich weiß das gar nicht mehr. Alter Schwede, das sind 3 Stück da hinten. Ach du Kacke. Ach du. Oh. Hallo. Der muss aber auch verrückt werden. Vor allem, wenn er dann seinen Superschlag macht. Wisst ihr, was ich meine? Und dann geht dieser noch nicht mal nach hinten. Dann sollte der vielleicht mal seinen Superschlag ein bisschen besser üben. Oh, was ist hier drin? Das ist ein blauer Brocken. Das ist hier. Nein, eine Wand. Oh je, da hinten die. Puh. Vielleicht kann ich die mit Blitzen kaputt machen. Probieren wir es mal aus. Wir haben ja schließlich genügend Blitze. Ey, jetzt habe ich mich entdeckt. Und einer von denen. Ah ne, der ist nur näher dran. Ich dachte schon. Blitz macht! Ja, genau, komm. Das ist auf jeden Fall die bessere Methode. Für den letzten Blitz heben wir uns. So. Hinfort mit dir! So, jetzt kommt der nächste Blitz für dich. Blitz Nummer 1. Und Blitz Nummer. Oh, hoffentlich springt er jetzt nicht. 2. Ganz ehrlich, ich finde, dieser Wald erinnert so ein bisschen an Gothic, oder? Also so ein ganz, ganz bisschen hat er was von Gothic. Also irgendwie. So, für den verschwenden wir jetzt keinen. Den können wir so fertig machen. Also, hallo. Wir sind's. Wir sind's. Dein Freund und Helfer. Wir werden dir aus dieser wunderschönen Kristallform helfen. Ja, vielleicht sind die ja gar nicht glücklich drin. Darüber hat sich noch gar keiner irgendeinen Gedanken gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, die armen Kerle, ja, können sich überhaupt nicht bewegen. Und da hinten ist einer in Gold. Dafür habe ich mir jetzt diese Blitze aufgehoben. Der ist bestimmt ganz toll und droppt bestimmt irgendwas. Hallo, ich bin ein Gold-Golem. Und ich sehe ziemlich cool aus. Ja, der sieht aber. Ich lehne mich immer gegen einen Baum und jogge. Haha. Ja, fantastisch, wie du das machst. Du bist ja wirklich, wirklich eine Herausforderung. Gerade als Gegner bist du wirklich eine richtige Herausforderung. Es tut einem fast schon leid, ne? Der Kerl tut einem wirklich fast schon leid. Dann komm. Wer weiß, wie viel Schaden der macht, dann müssen wir mit dem Flakon trinken, so. Und, droppt da was? Huch! Moment mal, wer bist du? It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Ich dachte schon, das ist der andere und der hat irgendwie so einen Luftballon. Bist du so einen Helium-Luftballon gegessen? Zum Frühstück. Ja, jedes Frühstück esse ich erstmal so einen Helium-Luftballon und laufe durch die Gegend. Ja. Oh, have you seen my father? Ja, natürlich. He wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Ja, klar. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Ja, okay. Na gut, dann viel Spaß hier. Warte mal, können wir noch einmal mit ihr sprechen? Okay, nein, sie erzählt nur noch das Gleiche. Und wir schauen uns hier nochmal weiter um. Hacken hier hinten den nochmal um. Aber wir hatten doch diesen anderen Bereich noch überhaupt nicht richtig weiter durchsucht, oder? Aua. Au. Genau, zippidi, zack, zack, zack. Ich mag halt gerne bei dem Schwert, dass man einfach so diese Geschwindigkeit hat. Ja, bei der großen Waffe ist es einfach so dieses träge Einschlag, Zweischlag, kein Stamina mehr. Hiermit mache ich halt zickidi, zackidi, zickidi, zackidi, ausweichen, vor, zurück, einen Schritt hinter und ich kann schon wieder 5 Schläge machen. Und das ist wirklich, ja, ein Aspekt, den ich einfach unheimlich an dem Schwert liebe.
da man einfach wirklich sehr, sehr flexibel ist im Gegensatz zu der großen Waffe. Wobei die natürlich auch ihre Vorteile hat, aber ganz ehrlich, ich mag lieber die... Warte mal, da hinten ist es. Das, ich dachte gerade irgendwie, wo ist denn hier dieses Leuchtding, was hier lag? Oh. Oh. Cool. Ich glaube, wir müssen echt... Ich glaube, wir müssen echt wieder mal eine Modenschau machen, ne? Wobei, im nächsten oder übernächsten Teil, glaube ich, ist es mal wieder an der Zeit für eine Modenschau. So, also. Wir gehen... Warte mal. Ach, Sekunde. Mal was schauen. Ich vermute, da geht es irgendwie wieder in so ein... Ja, da geht es in irgendein Kristallreich. Da gehen wir aber... Ah, da kommen zwei von diesen Knilchen. Können wir wahrscheinlich keine Treppen hochsteigen, deshalb, gehe ich jetzt erst nochmal hier nach oben, um mich in Sicherheit zu bringen. Damit ich in Ruhe was erzählen kann. Okay, was erzählen ist auch das falsche Wort. Guck mal, da oben ist doch dieser Balkon. Da kamen wir doch am Anfang raus, ne? Ah, interessant. Das ist diese Kuppel, diese große. Ah, also, wir sehen uns im nächsten Teil. Ich würde aber ganz gerne noch, bevor wir hier unten weiterlaufen, in diese Kristall-Dungeon-Ding da, was da ist, keine Ahnung, würde ich ganz gerne mich noch ein bisschen mehr hier drinnen umschauen. Deshalb werden wir im nächsten Teil da drinnen einfach nochmal ein bisschen uns hin und her teleportieren und schauen, wo wir da mit irgendwelchen Aufzügen hinkommen, was da halt einfach passiert. Also, wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss.